Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medal of Honor Pacific Assault. Und ja, ich mach mal weiter mit dem Einzelspieler. Da, wo wir zuletzt aufgehört haben, also Spiel fortsetzen, denke ich mal. Ja, hier haben wir wieder einen schönen Ladebildschirm. Aber da haben wir ja jetzt mehrere Hintergrundbilder, wie man sieht. Die wechseln so. Das ist schon ziemlich interessant und aufregend. Ja, also nicht ganz so langweilig. War das nicht beim letzten Mal irgendwie nur ein Bild? Tja, jedenfalls haben wir hier ein bisschen Abwechslung. Ja, interessant ist auch, eben als ich die Aufnahme starten wollte, hatte ich zuerst den falschen Audioeingang ausgewählt. Also eine Soundkarte, wo gar kein Mikrofon oder irgendwas angeschlossen ist. Aber der hat trotzdem irgendwie was aufgenommen. Also das ist wirklich sehr merkwürdig. Da nimmt die Soundkarte einfach irgendwas auf, obwohl da gar nichts angeschlossen ist. Das muss ich nochmal genauer untersuchen. Weil das geht ja so nicht. Das kann ja nicht sein, ne? Ja, und jetzt geht's auch weiter. Das Spiel wurde natürlich sofort gespeichert. Hier sehen wir ein Blatt. Ja, und da hat jemand draufgetreten. Das ist natürlich Umweltverschmutzung und das ist, ja, ich denke mal, er wird dafür nicht bestraft. Weil das niemand gesehen hat oder so, ne? Und hier haben wir jetzt eine schöne Nahaufnahme. Da zieht jemand ein Messer. Ja, und jetzt nimmt er das Messer und dann, ja, jetzt hält er die Waffe und... Über zwei Jahrhunderte kämpft das United States Marine Corps für die Freiheit. Na, wenigstens können die mit Waffen werfen. Das Problem ist, im Hintergrund ist wieder Musik und die muss ich ja ausblenden. Das heißt, man hat jetzt wahrscheinlich gerade keinen Ton. Also vielleicht muss ich die gar nicht ausblenden, aber ich blende die aus, weil sonst gibt das da nachher Probleme oder so. Oder? Ich weiß nicht. Aber jetzt spricht ja keiner, jetzt kann ich ja dazwischen reden. Eben hat jemand gesprochen. Falls man das nicht gehört hat, wäre das jetzt blöd, aber dann ist das halt so. Ja. Was machen die denn da eigentlich? Jetzt fliegen da Flugzeuge los? Aha, tolle Animation und Musik, die ich nicht einblenden werde, die werde ich rausschneiden. Und jetzt sehen wir hier einen schönen Himmel, schöne, tolle Farben, Sonneneffekte und so. Ja, und jetzt können wir vielleicht endlich mal weiterspielen. Ja, jetzt ist zum... Sie sind zum ersten Mal auf Hawaii, hm? Tja, das Ambiente hier ist unschlagbar. Sieht gut aus, Mary. Oh, ich kann ja... Hi, Bobby. Ah. Ah, ich dachte schon. Es gibt Schlimmeres als Hawaii, das ich dachte schon, ich könnte meinen Kopf jetzt so umdrehen, aber. Chief McAfee. Hallo. Und Private Thomas Conlon. Ich bin auch da. Ja, Sir. Private Conlon. Ja, kann Sie ich jetzt passieren? Losgehen? Hallo, ich will hier raus. Nein, hallo. Hallo, ich will. Ich will hier raus, ne? Also. Rechts von links, ne? Das große Gebäude da ist Paquet Hall. Das Quartier der Freiwilligen. Die Jungs haben sogar einen Pool. War eine höllische Ja, kann ich jetzt aussteigen? Rechts das vor links, gut. Admiral ja, Stinkback, Hauptquartier. Er wird ja ein keine steil, Verkehrsschilder hier. Ganz okay. Ja, finde ich auch. Also der Straßenverkehr der hier, ne? So. Ja, hier fahren sehr wenige Autos, ne? Ja, finde ich auch. Da wird die Hölle heiß, wenn hier so wenige Autos fahren. Ja, da fahren viele Autos. Ja. Diese Schwachköpfe bleiben gern unter sich. Die stetige Überfüllung ist denen wohl nicht bekommen. Okay. Das ist der Sprungturm. Ich will da nicht runterspringen. Aber wenn sie mit einem U-Boot untergehen, sind ich will da nicht runterspringen. Hallo. Ich will hier raus. Oh nein. Ich will da nicht runterspringen. Hallo. Das ist viel zu hoch. Was zeigst du mir sonst noch so? Also ich muss ja sagen, das finde ich echt cool hier.
Nein, die haben Schwierigkeiten, mich zu finden, Chief. Also an 5.1 Orion müssen die noch arbeiten. Sie haben verdammtes Glück. Die Arizona ist erst 31 General überholt worden. Ein gutes Schiff. Sehen Sie sich das an. Die faulenzen den ganzen Tag. Zum Glück tobt der Krieg woanders. Ich hoffe, ich störe nicht. Oh, die erschrecken sich ja voll. Natürlich nicht, Sir. Ich gehe mit meinen Männern nur die aktuellen Daten durch, Sir. Könnt ihr meinen Freund rüber auf die Arizona bringen? Das haben die sehr gut. Natürlich, Sir. Was zum Teufel? Diese dämlichen Army-Typen donnern einfach im Tiefflug über den was? Hallo? Das sind nicht unsere Jungs. Da! Die Bemalung auf den Tragflächen! Hallo? Was soll das denn? Hä? Also das ist ja mal Fluglärm, ne? Das gibt eine Klage. Also da... Ne, also das mit dem Brandschutz, das müssen die auch nochmal üben, ne? Also das geht ja wohl gar nicht. Das finde ich ja Unverschämtheit hier. Da werden auch mal Waffen gebraucht, ne? Jetzt ist das ziemlich laut hier. Hallo, geht doch mal. Ups, das war nicht Absicht. Oh, so schöne Flugzeuge. Das abnehmen. Wiener los, wo soll ich denn hin? Was soll das denn? Also am Brandschutz müssen die noch arbeiten. Hallo, ich kann erste Hilfe leisten. Wie ging das nochmal? V, C, Steuerung. Wie ging das nochmal? Und dann eben nicht. Ich kann keine erste Hilfe mehr, habe ich vergessen, wie es geht. Also ich gehe dann mal, ne? Schönes Wetter heute, ne? Also. Ach, ich kann ja auch laufen, oder? Nee. Wie ging das? Ach, ich habe ja schon wieder alles vergessen. Ich glaube, ich wurde gerade angeschossen, aber ist ja nicht so wichtig. Soll ich hier überhaupt lang gehen oder soll ich dem einen Typen da helfen? Mission C erreicht. Okay. Ja, das war jetzt ziemlich laut. Ich habe vergessen, wie man Erste Hilfe leistet und so. Ja, also ich fand das ziemlich cool, dass man da so rumgefahren wurde und dass einem alles gezeigt wurde und so. Das war schon toll. Mal gucken, was jetzt so passiert. Jetzt haben wir ja jedenfalls wieder ein Ladebildschirm, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Scheint ja schnell zu gehen. Ja, jetzt ist er schon fertig und dann müssen wir wieder auf Spiel starten klicken. Ja. Oh. Ja. Mach ich. Ja, ich hab einen vom Himmel geholt. Ey, das geht ja voll cool. Das macht Spaß. Sind die von uns oder? Anscheinend nicht. Nachladen. Hier sind, glaube ich, ganz viele. Oh mein. Ja, noch einer und noch einer, natürlich. Ich sehe das, ne? Also, du musst mir das nicht sagen. So. Das war eine coole Animation. Das nehme ich bestimmt als Vorschaubild, aber das weiß ich nicht. Weil die nehme ich ja immer erst, wenn ich bereits aufgenommen habe. Kann man da oben nicht mal ein bisschen aufräumen?
Also das ist jedenfalls eine gute Waffe, ne? Die gefällt mir. Oh, das ist, glaube ich, unser Flugzeug gewesen. Oh, das nehme ich als Vorschaubild bestimmt. Ah, das sind unsere Leute, okay. Oh. Hallo, wie geht's euch denn so? Ich weiß das, ich war das nicht, ne? Also ich habe nichts gemacht. Das sind doch nur Schatten da oben, das sind doch gar keine Flugzeuge, oder? Hallo? Das aber. Naja. Viel los hier heute. Ich sollte vielleicht mal wieder was machen, ne? Okay. Also mit dieser Schifffahrgesellschaft will ich aber nicht nochmal fahren, ne? So. Ja, wieso? Was ist denn das Ziel hier? Ja, ich versuch's. Ja. Okay. Das war jetzt, da war ziemlich viel los, ne? Jetzt klingen wir, ach, nee, müssen wir gar nicht. Nicht nochmal, oder? Okay, nochmal. Ich hab da wohl was falsch gemacht. Oder nicht genug Flugzeuge getroffen oder sowas. Vielleicht wurde ich umgebracht, ich weiß es nicht. Achtung, noch eine Zero! Achtung, noch eine Zero! Wie viele davon muss ich denn treffen? Ich muss mich hier jetzt voll konzentrieren, ne? Also. Natürlich, ich mache immer nur Volltreffer. Außer die ganze Zeit hier. Ne? Aber sonst. Also in ganz besonderen Ausnahmefällen mache ich also meistens, ne, Volltreffer. Jetzt von da. Ich treffe die nicht. Jetzt von da wieder. Oh. Können sie sich mal entscheiden? Ich schieße einfach mal ein bisschen nach oben und guck, was passiert. Wir müssen hier raus ohne Deckung. Kopf runter da drüben. Pass auf, wo ihr hinschießt. Okay. Nachladen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das diesmal schaffe. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Nachladen. Vielleicht hat jemand eine Bombe auf uns geworfen oder was ist da passiert? Also jetzt war die Situation so, ne? Also ich muss uns jetzt beschützen.